Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem Oktober 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, was der Oktober für dich bereithält, was er dir zu bieten hat. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird ausschlaggebend werden? Oder aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage. Oh mein Gott, Müdigkeit. Ich kriege meine Augen schon fast gar nicht mehr auf. Es ist, als würde sich etwas von oben auf dich legen, dich umhüllen. Halte die Augen geschlossen. Achte darauf, was dir dein geistiges Auge zeigt. Ich sehe ein Reh in der Dunkelheit. Es leuchtet. Es steht, es blickt sich um, schaut dich an. Und es ist da, abwartend. Wow, mystisch. Ich denke, das Reh, sanft und anmutig, doch auch warnend. Liebe Waage, bist du bereit? Das Universum möchte dir etwas zeigen. Der Oktober, du wirst eines Besseren belehrt. Nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Man könnte meinen, in deinem Leben, es wäre wie ein Weltuntergangsszenario. Einiges bricht auseinander. Doch wie man so schön sagt, vielleicht, damit es endlich an den richtigen Platz fällt. Weibliche Energie. A new person. Liebe Waage, du darfst hinter die Kulissen blicken deines eigenen Lebens. Es wird ein sehr mystischer Monat für dich. Es wird ein Monat, bei dem du von deinem bisherigen Glauben abfällst, um zum wahren Glauben zu finden. Welcher dieser wahre Glauben ist, für jeden ganz was anderes. Da bist du schon. Du kommst in deine Power, liebe Waage. Du bist im Oktober in deiner Kraft. Und anbei, Happy Birthday. Es ist, als würde das Weltgericht des gesamten Universums dir etwas zu Füßen legen, welches dich emporhebt. Es ist wichtig für dich, liebe Waage, dass du auf dein inneres Gleichgewicht achtest. Ich weiß, in solchen Momenten nicht ganz einfach. Atme dich hindurch, mach ein bisschen Pranayama, entspanne dich und schau, dass sich alles vor dir entfalten darf. Gut möglich, dass du einen Wohnungswechsel hast, einen Wohnortswechsel hast, einen Jobwechsel hast, dass du aber vielleicht genau die Zusage und die Bestätigung bekommst, auf die du gehofft hast. Du hast dich
In den letzten 5 bis 11 Jahren sukzessive, Schritt für Schritt hochgearbeitet, hast aufgebaut und jetzt ist es soweit. So nach dem Motto, der Christbaum ist fertig, die Spitze kommt drauf und jetzt ist es perfekt. Grandios, liebe Waage. Machen wir weiter mit dem Tarot. Ein Löwe, gut möglich, verschließt die Augen vor dem, was offensichtlich ist. Doch du bist schon lange weg. Du hast vor 11 Tagen, 11 Wochen, gut möglich, oder bei manchen auch erst vor 2 Tagen, ganz egal, zumindest vor kurzem, eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, wo du vielleicht noch etwas orientierungslos warst und nicht so recht wusstest, okay, ich möchte das, wie komme ich dahin, wie bekomme ich das? Doch du hast dich entschieden. Und jetzt möchte dir der Oktober, speziell Mitte Oktober, zwischen dem 10. und 15. Oktober, möchte dir diese deine Entscheidung gutheißen, dir Bestätigung geben. Es darf sich beginnen zu manifestieren. Und das ist das. Der Anfang vom Zerfall des Alten. Man könnte hier sagen, wie der Phönix aus der Asche. Doch es wird dir nicht so vorkommen, denn du wirst sicherlich mit einigen Ängsten konfrontiert werden. Doch wisse, das Universum würde nie etwas unternehmen, wo du nicht schon eingewilligt hast. Und das Universum ist bedingungslos. Es serviert dir das, was du möchtest. Auch wenn du sagst, es ist soweit, die Angst vor dem Unbekannten? Wovor hast du Angst? Benenne es und erkenne, dass die Veränderung immer Angst macht. Du wirst nun an diesen Platz hinkatapultiert, wo es für dich weitaus besser ist. Und von dem du aus weitaus besser interagieren kannst. Ein Erdzeichen. Steinbock, Stier, Jungfrau. Greif dir unter die Arme. Du wirst ab dem 21. Oktober, vielleicht schon am 11. Oktober, auf deinem Thron sitzen und lachend dir die Stirn wischen und sagen, wow, so schnell ging's. Eine weibliche Energie, die sehr leuchtend ist, die sehr anmutig ist, die sehr heilend ist, die Balsam für deine Seele ist. Ich denke, sie ist dir noch unbekannt. Sie tritt auf die Bühne. Du kannst sehr viel von ihr erfahren, mitnehmen, lernen. Ein Mutterthema darf ein für alle Mal gelöst und geheilt werden.
Und liebe Waage, du weißt nun, wo deine Reise hingeht. Das ist doch immer das Allerwichtigste, nicht? Wenn man sich vom Außen nicht mehr beeinflussen lässt und zielgerichtet ist. Du bekommst erneut die Chance, der Unsicherheit dem Rücken zuzudrehen, auch wenn es von dir abverlangt, dass du etwas ganz Bestimmtes ansiehst. Thema Geld. Hast du die Überzeugung, man muss hart arbeiten für sein Geld? Hast du die Überzeugung, man muss alles geben, man muss am besten 18 Stunden lang am Tag arbeiten, um sich sein Geld hart zu verdienen? Glaubenssätze, die revidiert werden dürfen, halte nicht am Alten fest. Und vor allem halte nicht daran fest, anderen gefallen zu wollen, zu müssen. Liebe Waage, einzig du allein stehst dir im Oktober im Weg mit deinen antiquierten Glaubenssätzen, an die du teilweise schon selbst nicht mehr glaubst, doch die du noch nicht mit passenderen ersetzt hast. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.